Und jetzt kommen die beiden Amerikanerinnen. Es kommen Sarah und Karen Josephson. Zwillingsschwestern aus Concord in Kalifornien. Kein Platz mehr für Olympiasiegerin Tracy Ruth Conforto im Team, im Duo. Amerikanische Mannschaftsführung hat hier voll und ganz auf die Harmonie der beiden Schwestern Josephson gesetzt und die routinierte Ruiz, die nur im Solo-Bewerb antreten konnte, fürs Duo nicht gemeldet. Ruiz gewann jetzt Silber im Duo-Bewerb hinter Caroline Waldo, der erfolgreichen Kanadierin. Die beiden sind 24 Jahre alt, waren bei den Vorolympischen Spielen in Seoul bereits Zweite, auch im Weltcup im letzten Jahr Zweite und haben nach dem Rücktritt von Ruiz, die ja nach den Olympischen Spielen von Los Angeles pausierte, permanent bei den amerikanischen Meisterschaften Solo- und Duo-Bewerb dominiert. Erst als Ruiz im letzten Spätherbst wieder mit dem Training begann, bekamen sie Konkurrenz und im Solo war Ruiz tatsächlich heuer stärker als die Schwestern Joseph. Ist es schade, dass man den Mannschaftsbewerb, wo 8 miteinander antreten, nicht ins Programm aufgenommen hat, denn dieser Bewerb ist eigentlich das Spektakulärste. So sieht man einfach die schönsten Übungen, je mehr im Wasser sind. Aber vielleicht ist es auch deshalb nicht, weil der Mannschaftsbewerb doch ein wenig an das erinnert, was die Synchronschwimmerinnen überhaupt nicht hören wollen, nämlich den Ausdruck vom Wasserballett. Sie betreiben kein Wasserballett, sondern eine Sportart, die sich vom ursprünglichen Wasserballett, das einstmal schon Mr. Williams kreiert hat, voll und ganz unterscheidet. Und das sei an dieser Stelle auch sehr deutlich gesagt, um hier den Synchronschwimmerinnen recht zu geben in ihrer Einstellung zu ihrer eigenen Sportart. Programm von Sarah und Karen Joseph. Zwei temperamentvolle Mädchen mit einem sehr gut aufeinander abgestimmten Programm werden von ihrer Mutter trainiert und betreiben diese Sportart schon seit knapp 15 Jahren. Nach der Pflicht an der zweiten Stelle und haben gegenüber den Kanadierinnen einen Rückstand von 1,3 Punkten. Sie liegen knapper zurück als Ruiz im Einzelbewerb in der Waldo. Eine kleine Chance haben sie noch. Eine kleine Chance, Gold zu gewinnen. Finale der Übung von Sarah und Karen Josephson. Der Applaus ist verdient, das mit Abstand beste Programm, das wir bisher gesehen haben. Jetzt liegt es an den Punkterichtern, diese Leistung auch entsprechend zu belohnen. Man erwartet jetzt sicherlich Wertungen um 9,8, ich glaube 9,9. Ob eine 10,0 dabei ist,
wie wir sie im Solobewerb gesehen haben, allerdings ganz vereinzelt, werden wir gleich wissen. Übrigens, die Punkterichter kommen aus den USA, aus Kanada, aus Japan, aus Frankreich, aus Holland, aus Mexiko und aus Schweden. Damit wieder 5 Punkterichter und Punkterichterinnen dabei, die selbst Teilnehmer in diesem Finale stellen. Nur Holland und Schweden ist nicht vertreten. In Schweden ist diese Sportart noch lange nicht so weit, um schon bei großen Ereignissen wettbewerbsfähig vorne mit dabei zu sein. Und die Holländer hatten ganz hervorragende Schwimmerinnen wie Marieke Engelen und Katrin Eiken, die aber nach den Olympischen Spielen in Los Angeles aufgehört haben. Sarah und Kern Josephson aus Concord in Kalifornien, und es gibt absolut hohe Wertungen. 4 mal die 10,0. Das gibt 99,6 Punkte. Eine ganz hervorragende Leistung. Es gibt nur einmal 9,8 gegeben vom Kanadier. Na, nett kann man nur sagen, er wird hier nicht überbewertet haben, das ist klar. Und es gibt 4 mal die 10,0 und 2 mal die 9,9. 197,284.